Hallo und herzlich willkommen auf Kreta TV. Wir befinden uns hier in Kadros beim Delfina Tropic Beach Hotel. Und warum dieses Hotel den Namen Tropic trägt, erfährt ihr in diesem Video. Auch ein Kalimera von mir, Freunde, und wie ihr seht und gehört habt, sind wir hier beim Delfina Tropic Beach und wir machen für euch einen Rundgang durch das Hotel und durch die Zimmer und wir nehmen euch natürlich auf die Reise mit. Ich glaube, du wirst den Rundgang alleine machen, weil diese Couch, die ist echt super bequem. Ist sogar so hoch, dass ich mit meinen Beinen gar nicht runterkomme. Herrlich. Immer mit nach Hause, ja? So, Freunde, hier ist jetzt die Hotellobby mit der Rezeption. Das Delfina Hotel hat hier einige Informationen für euch bereit, gleich neben der Rezeption. Hier sind die Öffnungszeiten, die Speisepläne. Und damit das nicht verläuft, habt ihr hier den Orientierungsplan, damit ihr auch richtig zur Beachbar findet. Ja, die Beachbar ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt natürlich auch sportliche Aktivitäten. Ihr könnt tauchen. Es gibt auch natürlich ein Fitnesscenter hier im Haus. Und da werden wir dann auch noch hingehen. Und ich möchte euch einige Informationen über dieses Hotel geben. Das Hotel Delfina Tropic Beach hat 112 Zimmern und ihr könnt auf All-Inclusive buchen oder aber auch könnt ihr nur Halbpension. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr Halbpension gebucht habt, könnt ihr vor Ort auf jeden Fall erweitern auf All-Inclusive. Und hier, Freunde, ist Dimitri, der Chef de Cuisine hier vom Delfina Tropic Beach. Calimera, Tim. Calimera. Hola, cala? Hola, cala. Ne. Hola, cala. Ja, und die ganzen leckeren Speisen ist aus seiner Hand gezaubert. Mit seinem Küchenteam macht er täglich alles frisch und ja, und das dreimal täglich, Leute. Dreimal täglich gibt es frisches Essen für euch hier im Delfina Tropic. Frühstück ist von 7.30 Uhr bis zum 10 Uhr. Mittagsessen von 12.30 Uhr bis zum 14.30 Uhr. Und dann Abendessen von 19 Uhr bis zum 21.30 Uhr. Normalerweise ist ja Halbpension, Frühstück und Abendessen. Genau. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht Frühstück Abend essen, sondern Frühstück Mittag essen? Das geht auch, das können wir auch machen, natürlich. Wenn jemand nicht frühstücken will, der kann halt Mittagsessen und Abendessen kriegen oder kein, nicht Abendessen, der kann auch Mittagessen kriegen. Ja, ja, das geht schon. Es gibt auch sehr gute Eiergerichte, die ist jetzt frisch zubereitet. Alles frisch. Alles frisch, alles frisch. Gewärmt und ausgebrütet. Damit das nicht kalt wird, gibt es so Wärmeboxen. Schauen wir mal da rein. Speck. Speck, sehr gut. Ah, die schauen wirklich frisch aus. Ist da vor allem so gut. Hm. Leider gibt es kein Geruchsfernsehen. Noch nicht. Wir haben hier Pizza. Und Bohnen. Hier gibt es Wurst. Würst und Frankfurter
Ja, es riecht auch sehr, sehr gut, muss und ich sagen. Und das klassische Rührei. Also für alle Milchreis-Fans, sogar mit Zimt, wer möchte. Und hier frisches, gebackenes. Also ich denke, für jeden Geschmack gibt es da wirklich etwas. Es gibt auch Süßes, so kleine Kuchen, Torten. Aber ich meine, mit nicht nur zu viel Kalorien zu haben, aber auf der anderen Seite, da schauen wir kurz rüber, auch hoch. Auch frische Früchte dürfen nicht fehlen. Also wenn seine Figur was wert ist, greift vielleicht dann doch lieber zum frischen. Also man muss ja sagen, dass in den südlichen Ländern ja das Obst und Gemüse ja ganz anders schmecken und aussehen. Es ist viel der Geschmack intensiver. Man schmeckt die Sonne und das ist schon viel wert. Ja, wir sind ja noch lange nicht fertig. Da haben wir Gebäck in allen möglichen Variationen. Also ich muss sagen, so viel Gebäck habe ich selten gesehen. Fetischer Zwieber, so ein heißer Milch, Kaffee, alle möglichen Körner, Ananas, Feigen. Nehmen wir mal an, das wird Marmelade und Sesampaste mit Schokolade. Weiße Schokoladencreme. Haselnusscreme. Das kann man auch noch alles nachwürzen, wenn man will hier. Feta-Käse, Malerkäse, euer Frühstück. Das ist hier sozusagen die Area, wo ihr euer Frühstück genießen könnt. Hier mit Blick auf Pool. Aber man kann auch draußen sitzen, was ich eigentlich eh besser finden würde. Schauen wir mal kurz raus. So, da gibt es dann zwei Pools. Also frühstücken kann man im Indoor-Bereich, ein schönes großes Frühstückszimmer oder Restaurant, und auch im Außenbereich. Also wenn die Sonne scheint, könnt ihr hier ganz gemütlich frühstücken. Bei Sonnenschein ist das wahrscheinlich die beste Option, wenn es heiß ist, draußen zu frühstücken. Gleich neben dem Pool. Ja, und anschließend könnt ihr dann gleich in das Pool springen. Ganz was anderes. Das ist ganz anderer Stil. Ja. Habe ich aber schon viel offener. Ja, genau. Wie heißt sie? Zakuzi. Double Sweet. Mit Zakuzi. Ah, sehr schön. Ja, aber da ist das Badezimmer. Ja. Ja. Offenes Badezimmer. Okay. Klo extra. Das hatten wir in vielen Hotels nicht, dass wir das Klo extra haben. Ich kenne das eigentlich nur aus dem Fernsehen, so ein integriertes Badezimmer mit. So, okay. Auch wieder Seifen, Shampoo, Duschgel. Shampoo, ja. Zähnepaste.
Und Rasierapparat. Ah, okay. Zähne passt, ja. Mache ich keiner, denn das ist. Ah, das ist. Das ist ein Service, ja? Das ist. Oft vergisst man das ja zu Hause. Das ist Zahnbürste. Zahnbürste mit der kleinen Pasta. Ah, da ist die Zahnpasta schon dabei. Ja. Ah, das ist gut, ja. Alles in ökologische. Mhm. Und was ist das? Eine Leiter. Nein. Nein? Das ist von der Tuche. Tuchestrang. Natürlich. Ah, okay. Handtuchhalter. Aha. Ah, sehr schön, ja. Okay. Also ihr habt euch wirklich Ideen. Das ist teuer. Gute Ideen. Das ist natürlich. Also Holz und ökologisch mit. Das ist aber eine tolle Idee. Ja. Auf das muss man kommen. Das ist etwas anderes. Ja. Wer kommt bei euch auf die Ideen? Du, der Chef? Der Chef. Der Chef. Ja. Der Chef hat gedacht. Der hat sehr gute Ideen. Die Obst, ich habe gewechselt als frischen Obst. Mhm. Die Angebot hier im Zimmer, das ist getrockenen Obst. Mhm. Mit Nüsse. Mhm. Und Schokolade, ja. In eine Holzkiste und eine Flasche Rotwein. Das passt perfekt. Super. Und draußen links ist der Jacuzzi. So. Ja, also ist ein offenes Trank. Schönes, großes Zimmer. Ah! Ich habe auch mit der Espresso-Maschine und. Und was ist das? Ein Minibar, gell? Minibar, ja, das ist Minibar. Ah, die wird jeden Tag dann gefüllt, oder? Ja, zwei Glas Wasser. Ah, okay. Mit Safe, ja, sehr gut. Und hier. Ah, da ist der Schokolade. Sehr schön. Sehr schön. Mein Blick, Jacuzzi. Also da mit Sekt am Abend. Mit Sekt. Ah, mit Sekt. Ja, tut es gut, jetzt kalt, nicht warm. Ja, sogar beheizt. Ja, wir schauen, ja, wir haben. Ja. Ja, aber das kann man ja dann alles machen. Ja, da gibt es eh die Steuerung. Ja, warm. Ja, mit Licht. Also eigenes Jacuzzi. Ja, für kurze Massagen, gell, für den Rücken. Und hier. Ist ja aber auch ein schöner Ausblick, gell? Mhm. Von weiter hinten. Also es muss, glaube ich, nicht unbedingt das Meer, also direkt am Meer sein. Nein, je nach Geschmack. Mal da Kamera höher halten. Den da hat man einen guten Überblick. Ja, schon, nachher, muss wer ich sagen. Kommt, wer geht. Dann da am Abend sitzen. Handbücher sind auch immer fest dabei. Muss man keine Handbücher machen. Jetzt muss ich wieder hin. So, jetzt. Ja, da ist schon Entspannung gegeben, glaube ich. Gell? Mehr Privatsphäre. Ja, ich bin trotzdem eigentlich ein Palmenfan, gell? Ja. Wir haben ja bei uns auf der Terrasse ja auch zwei Palmen gepflanzt. Ja, kleine Juckerpalmen. Aber die sind nicht so imposant wie da, die Palmen. Palmen. Ja, das sind so Fächerpalmen. Wir haben die Juckerpalme, so kleine Ableger haben wir gemacht. Ja, ist recht interessant, diese offene Architektur von dem Zimmer. Ja, schon, aber man hat trotzdem mal denkst du, ein Badezimmer mitten im Zimmer. Aber du hast die Privatsphäre, aber das Klo ist ja schon. Extra, schon. Mhm. Das Dusche ist extra und ja. Natürlich da auch wieder Klimaanlage. Das mit offenen Kasten finde ich auch eine gute Lösung.
Ja, es ist einmal was anderes. Es ist mehr so ein Modern Style. Ja. Und auch wieder deine Couch. Schau. Ich habe schon gedacht. Die schaut aber sehr bequem aus. Ja. Setz dich mal hin. Ja. Setz dich. Ja. 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 Muss sagen, auch die Matratzen, die sind jetzt da nicht zu hart und nicht zu weich. Also ich denke, da kann man schon angenehm schlafen. Kann sie mal Stuhl ausprobieren? Ich werde das anbieten. Ja, genau. Wir werden uns da einbuchen am besten in das Zimmer. Da hat man auch nochmal Spiegel extra. Das heißt, wenn man früh aufsteht, kann man sich einen Spiegel schauen. Ja, richtig, genau. Aber man sollte halt nicht erschrecken. Ja. Natürlich gibt es da auch wieder Telefon mit das ist schon obligatorisch hier. Verbindung zur Rezeption wahrscheinlich. Bademäntel. Handtücher gibt es hier genug, da so oben sind welche. Naja. Draußen sind Handtücher. Ja, Schlapfen, Gäste schlapfen. Nochmal Handtücher. Oh. Fenster, großes, also hell. Ja, natürlich im Duschbereich und am WC, wenn da Tageslicht reinkommt, ist das gleich viel freundlicher, gell? Ja, super. Ja. Ja, also das Zimmer mit Jacuzzi, wohltemperiert, das würde mir schon gefallen. So, Freunde, wir befinden uns jetzt hier an der Hauptbar vom Delfina Hotel und ich habe hier Angelika und Carly. Ja. Hallo Angelika und Carly. Hallo. Ihr seid ja hier auf Urlaub, gell? Ja. Das erste Mal auf Kreta? Nein, wir kommen seit 2000 nach Kreta, immer hier in diesen Ort Kapros.
und seit 2010 sind wir hier in diesem Hotel. Also nicht das erste Mal? Nein. Wir sind 24 immer das gleiche Hotel? Nein. Ach so, okay, ja. 2010 und 2011 waren wir das erste Mal in diesem Hotel. Dann kamen die Italiener, die mochten die Deutschen gar nicht, also konnten wir hier nicht mehr hin. Und sind wir ins Delfiner Boutique gegangen. Die Jahre. Und jetzt sind wir wieder seit ein paar Jahren sind wir wieder hier. Und wie gefällt es euch hier? Wunderbar. Man kann relaxen. Ich bin hier mit ganz viel Kummer angekommen und ich kann hier relaxen. Ich habe hier meine Ruhe. Die Leute sind so irrsinnig freundlich. So, also ist egal, wer es ist, ob das die kleine Putzfrau ist oder der große Boss. Nicht mit jedem, man kann überall hinkommen und sagen, ich möchte das und das. Also, es ist einfach Urlaub, es ist einfach schön. Und wie oft kommt ihr im Jahr so her? Jetzt, seitdem wir in Rente sind, gerne zweimal. Zweimal? Ja. Wahrscheinlich Vorsaison und Nachsaison. Wir fahren immer Ende Mai und dann oft im September. Und diesmal fahren wir Ende September und die Familie kommt dort nach. Das ist eine Tochter mit Ehemann und zwei Enkelkinder mit Anhang und noch ein Baby. Kommt alle hierher. Urenkel. Wir haben ja zuerst im Restaurant das Buffet gefilmt. Also Das ist doch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Gell? Ja, und es schmeckt auch wirklich gut. Ne? Seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt nehme ich die wieder als Chef auch da. Und das Essen ist wirklich gut. Also wir können nicht meckern. Wer da nichts findet, hat wirklich selber Schuld. Es ist so reichlich. Also letztes habe ich gezählt, ich glaube, es waren 5 oder 6 Käsesorten. Also das habe ich nicht zu Hause. Es ist wie so ein kleiner Supermarkt, wo man sie sofort selbst bedienen kann, gell? Ja. Und man bekommt alles. Und wenn ich dann zu dem Demixen gehe und sage, wann machst du denn mal wieder Pastizio, dann habe ich gleich am nächsten Tag meine Pastizio hier. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, super. Ja. Macht ihr Ausflüge auch hier auf der Insel? Wir haben viele gemacht und jetzt sind wir halt wie zu Hause und besuchen halt unsere Freunde. Ja. Wir waren gestern. Gut zum Strand kommen. Wir fahren entweder mit Freunden oben in die Berge. Gestern waren wir Mood of the Lake oben an dem Restaurant. Die Freunde, die haben wir schon ganz seit 2005. Ja. Ne, da ist der Papa und die Kinder und Enkelkinder machen da oben die Restauration. Dann waren wir in Kalamizi auf dem kleinen Marktplatz, wo wir schon ganz oft waren. Einfach nur so Erinnerungen. Nach Kalamizi kann man ja mit dem Bummelzug auch fahren, gell? Auch sind wir früher auch gefahren mit der Jeanette. Die macht das nicht Ja, mehr. Die kennen wir auch, ja, die Jeanette. Ja, die Jeanette. Ne? Die macht das ja jetzt nicht mehr. Aber auch da haben wir einige Fahrten mitgemacht. Ne, das wird so. Ölraffinerie gefahren sind. Ja, richtig, genau. Oder wir waren in einem Kloster. Also wir haben schon viel gemacht. Aber jetzt ist es so die Zeit gekommen, dass wir relaxen. Du hast ja vorhin erwähnt, du schaust unseren Kanal, unsere Videos. Ja, natürlich. Ja, aber nicht nur ich. Unser Freund, der schaut jetzt mittlerweile auch und sagt, du, das und das ist jetzt wieder im TV gewesen, im Kreta-TV. Ich sage, kenn ich doch, da bin ich doch, ich bin doch Leica. Du hast jetzt bei uns die Möglichkeit, jemanden grüßen zu dürfen. Ja. Also sag Hallo. Ja, ich sag Hallo an alle, die in Kafros ihren Urlaub machen und das alles gut finden. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir wünschen euch natürlich weiterhin schönen Aufenthalt, schönen Urlaub und macht es gut. Und in ein paar Tagen kannst du das Video dann ansehen. Sehr schön. Also, danke. Ja, macht weiter so, ihr macht das richtig gut. Danke. Mittlerweile ist es Abend geworden, deswegen haben wir Hunger. Und jetzt schauen wir mal ganz investigativ, sie lacht schon, in den Speisesaal. Oh. Paracalo. Oh, danke schön. Dankeschön. Ah, oh, da riecht schon gut.
es war eigentlich ein super Tag heute. Gell? Ja. Also wir haben da viel gesehen, auch mit vielen Menschen gesprochen, sogar Interview haben wir. Ja. Also, ja, ganz nette Leute, muss ich sagen. Und das Hotel ist ja, also das Buffet, hast du das gesehen, ja, was da alles geboten wird. Du musst dir vorstellen, es gibt Frühstück, dann Mittagsbuffet und jetzt am Abend gibt es noch Abendbuffet. Das Ganze dreimal kochen oder vorbereiten ist ja eine Menge Aufwand. Ja, auf jeden Fall, weil die haben das auch schön dekoriert. Ja, genau. So, Freunde, der Tag neigt sich jetzt zum Ende. Wir haben unseren Rundgang jetzt beendet und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall wie immer beim nächsten Video wieder.